Hallo, ich sitze schon wieder mal in der Küche. Das heißt, ich esse jetzt und heute habe ich tatsächlich nämlich ein bisschen Zeitdruck und muss früher essen. Deswegen ist es ganz besonders hell draußen. Deswegen ist das Bild vielleicht mal besser. Aber egal, ich habe auch schon vorbereitet. Aber bin blöd. Ich habe unzureichend vorbereitet, wie man also sieht. Ich habe gerade den Wasserkocher angeschmissen. Das heißt, ich werde was essen mit Wasser. Und zwar das hier. Die Vitasia Instant-Nudeln, Geschmack Schwein. Der Knackpunkt ist, die sind schon ein bisschen alt, noch ein bisschen abgelaufen, aber das wird schon nicht so schlimm sein. Die 2 Monate wird es verkraften. Die hat mir mal jemand geschickt, ich weiß nicht mehr, wer es war. Und ich habe es nämlich jetzt beim Aufräumen letztens in einem meiner Kartons gefunden. Da habe ich mir gedacht, na gut, dann müssen wir wohl. Ich kann auch sein, dass ich diese oder ähnliche Sorte schon mal gegessen habe, off-camera, aber es ist so lange her, es ist fast wie neu also. Also edler Spender, ich würde auf Marcel tippen. Danke dir, jetzt wird es noch geessen. War also nicht umsonst. Das ist also Instant-Nudelgericht mit Schweinefleischgeschmack. Überraschung. 84% frittierte Nudeln asiatischer Art und so weiter. Zubereitungsempfehlungen, Wasser kocht gerade schon. Nudeln und alle beiligen Beutelinhalte in eine Schüssel geben. Das werde ich gleich tun. Mit 400 ml kochendem Wasser übergießen und zugedeckt 3 Minuten ziehen lassen. 3 Minuten ist relativ wenig, 400 ml ist dafür viel. Und vor dem Verzehren kurz umrühren. 468 Kalorien für 100 Milligramm. Das hier sind 85. Schauen wir mal. Mit Würzmischung, Würzöl, Trockengemüse und Chili-Pulver. Also, Schweinegeschmack soll es sein. Enthält alles Mögliche in Nudeln und Schweinegeschmack fake wahrscheinlich. Dann schauen wir einfach mal. Machen wir es mal auf. Vorsichtig. Und jetzt hier diese Belichtung. Regt mich auf, aber ich krieg's nicht besser. Also jetzt ein bisschen überbelichtet wahrscheinlich. Naja, ich brauche erstmal meine Schüssel. Hier ist eine vorbereitete Schüssel. Das ist wieder so die Sache, ist es Suppen oder sind es Nudeln? Also hier haben wir den Klotz, wow, Nudeln offensichtlich. Sofern er nicht schon auseinanderbricht. Oh, da sind viele einzelne auch schon drin. Hier haben wir Würzzeug. Und hier haben wir viele lose Nudeln schon hoch. Also ich hoffe auch, dass ich jetzt nicht wieder zu viel Wasser für diese. Ich habe mich schon mal vertan. Das ist übrigens, wenn ihr das hier seht, ist das uralt. Ich glaube, diese Dinger gibt es noch ab und zu immer. Das ist aus dem Lidl, üblicherweise Vitasia. Und die gibt es alle paar Wochen, Monate mal. Aber sie sind, glaube ich, inzwischen komplett anders verpackt. Nicht, dass ihr jetzt danach sucht, aber ich habe es sonst in die Kamera gehalten. Das ist eben das, was ich jetzt habe. Dann brauche ich noch was zum Abdecken. Naja, irgendwas werde ich schon finden. Abdecken ist natürlich auch so ein Begriff für sich. Schauen wir mal. Na, ist ein bisschen zu klein. Nehmen wir halt die Fernsehzeitung dann. So, Wasser ist durch. Hole ich mir schon mal. Muss jetzt natürlich noch schnell das andere Zeug draufkippen, bevor ich das Wasser. Alle beiliegenden Inhalte. Gut, wo ist. Hier. Da haben wir Chili-Pulver. Das ist überschaubar viel oder wenig eher. Wir haben den Schweinegeschmack in Pulverform, wie man sieht. Also pulverisierte Schweine quasi. Sehr gut. Hier haben wir irgendein Öl. Also meine Schere. Ich bin ein bisschen hektisch, weil ich habe, wie gesagt, nicht ewig Zeit heute. Das sollte locker reichen, aber macht nichts. Außerdem so draufgekippt. Flüssige Sifferwürze. Sehr gut. Und jetzt noch ein bisschen Gewürzkräutermischung. Drauf damit. So, alles drauf, alles drin. Mit übergießen und zugedeckt ziehen lassen. Also nicht umrühren, sondern einfach nur mal übergießen und dann zugedeckt ziehen lassen. Dann übergießen wir mit einer. Oh, das ist sogar eher wenig Wasser, da habe ich mich mal total verschätzt. Und jetzt 3 Minuten überdecken und 3 Minuten ziehen lassen. Das ist eine Fernsehzeitung, wie man erkennen könnte, aber nicht so wichtig. Dann schauen wir mal. Zugedeckt 3 Minuten ziehen lassen. Vor dem Verzehr kurz umrühren. Also nochmal, was haben wir denn hier Schönes? Was steht denn da drauf? Von diesen Dingern gibt es ja auch Huhn unter anderem und ich glaube auch Gemüse, aber ich war gerade ein bisschen verwirrt. Habe ich eigentlich immer dieses Gitter beim Aufnehmen? Ich glaube schon.
nimmt hunderte Videos mit seinem iPad auf und wundert sich jetzt, ob die Anzeige korrekt ist. Ich glaube aber schon. Also, was gibt es hier noch? Gemüse ist langweilig. Geschmacksverstärker, Zucker, Sojasoßen, bla bla, Verdickungsmittel, okay. Säure, 7,7% die Würzmischung mit jodiertem Speisesalz, Zucker, Würzzubereitung, super. Sojabohnen, Eiweiß, Speisesalz, Zucker, Geschmacksverstärker, das sagt mir mal gar nichts, was das ist. Was ist hier noch? Sojasoßenpulver, Knoblauchpulver, Geschmacksverstärker, also Würzöl, Sonnenblumenöl, Knoblauchöl, Paprikapulver, Trockengemüse, okay. Das ist mal eine ganz besonders vertrauenerweckende Info, Aussage, aber gut. Also Preis weiß ich jetzt natürlich nicht spontan, nicht aus, aber super billig. Ich habe sowas auch schon mal gekauft. Und jetzt, dann hoffen wir mal, dass ich es lang genug ziehen lasse, weil ich habe tatsächlich jetzt nicht ganz 4,50 war es, glaube ich. Gell? Ja, dann mache ich mal zwischendurch eine Milch, damit die Zeit vertrieben wird. Ich muss mich stärken, ich habe nachher eine Präsentation, die ich anschaue und mittranskribieren wollte. Shit, und die Milch ist wieder alle. Da muss ich mich stärken vorher. Hallo, Stückel. Na, nimmt die Katze. Kamerascheue Katze. Die Mu übrigens, unsere Mutterkatze, die uns die anderen zwei beschert hat, die ist ja die Star vom Video Kleine Muschi zum Beispiel. Das wird immer wieder noch ganz gerne angeguckt. Ich habe keine Ahnung warum, ehrlich gesagt. Weil das ist halt nur eine Katze, die man sieht, aber soll mir recht sein. Falls das jetzt überhaupt jemand verstanden hat, ich weiß, Ton und so. Na Mutz. So, ab in die Brickis. Ja. Habe ich hier Nebengeräusche, die ich abdichten muss. Ups, da ist die Milch umgefallen. So, jetzt sind wir auch schon fast rum mit den 3 Minuten. Ich bin immer noch fasziniert. 3 Minuten ist schon sehr wenig. Ich schaue den ganzen anderen Käse, die ich jetzt die letzte Zeit immer hatte, waren immer 5 Minuten, wie die berühmte Terrine und die Nicht-Terrinen von den anderen. Aber wie man sieht, TV hören und sehen. Wir sind nicht gesponsert, aber es ist halt die Fernsehzeitung. Und der Wahl in diesem Haushalt seit vielen Jahrzehnten. Hallo Mutzel, darf ich dich kurz in die Kamera halten? Nee, keine Chance. Diese Katze will nicht. Schade, sie ist eine sehr scheue Katze, ab und zu. Kann man sie streicheln, aber normalerweise nicht. So, dann gucken wir mal. Oh! Okay. Achso, ja, das sind wieder so lange Nudeln hier. Wow, wie soll man sowas essen? Am Stück. Bisschen umrühren. Ich bin es jetzt auch eher gewohnt, dass das meistens Nudeln waren. Immer diese Topfgerichte, die ich gegessen habe, die das Wasser mehr oder weniger komplett aufsaugen und dann sehr nicht suppig waren, sag ich mal. Das hier ist eindeutig sehr suppig. Und wie man unschwer erkennt, da wäre jetzt ein transparentes Behältnis nicht schlecht. Aber ich habe jetzt fange ich auch nicht mehr an zu experimentieren. Das ist übrigens, stand jetzt eins der letzten Videos in meiner halbjährigen Vorbereitungs, für ein halbes Jahr Vorbereitung. Also wenn ihr das hier seht, ist es ungefähr ein halbes Jahr her, dass ich den ganzen Quatsch gegessen habe. Und es war, ja, ich sag mal so, das war auch genug erstmal. Also, umgerührt ist alles. Ich würde es gerne in die Kamera halten. Das ist bei Suppe ein bisschen schwierig. Aber ihr könnt es ja sehen. Das ist ein riesen Nudelhaufen. Wow. Ja, dann probieren wir es. Wie es so ist. Ich kann jetzt eigentlich wie Spaghetti aufdrehen. Wenn ich, oder? Ja, probiere ich doch mal. So, wie man sieht, hier. Noch mal kurz in die Kamera halten. So schaut es aus. Ja. Ist offensichtlich noch genießbar. Das Chili-Pulver sind ja nur 0,2%. Das ist schon so wenig, dass es, glaube ich, ziemlich abgesoffen ist, das Chili.
Und vom Schwein merke ich jetzt gerade auch nicht so viel. Also ein bisschen würzig ist es schon. Es ist nicht leer, das ist schon mal gut. Aber so ist es echt. Und eigentlich mal sowas ja mit Stäbchen, also muss man ja zuzeln. Ja, die sind eigentlich echt okay. Ich meine, sie sind, was sie sind. Billige Standard. China-Nudeln, Japan-Nudeln, Asien-Nudeln. Ich habe wahrscheinlich wieder mindestens ein Land falsch gesagt. Vielleicht sogar beide. Vielleicht sind sie auch aus Korea. So ist das schon. Vitasia steht ja drauf. Asien halt, ne? Asien ist auf jeden Fall richtig. Billige Nudeln, die aber ganz ordentlich schmecken und kein negatives Geschmacksmerkmal mit sich bringen. Vom Schwein merke ich nicht so arg viel. Das ist wahrscheinlich genau so wenig, dass man es nicht wirklich merkt, aber ohne würde man merken, dass es nicht drin ist. Stimmt, was war eigentlich das Schweinepulver? Ah ja, richtig. Das war der Pork Flavor. Der klebt an. Ja, so. Pork Flavor, wie man sehen kann. Also, wenn ich bei den Dingern immer nicht so sicher bin, sollte ich es vielleicht vorher abgießen, damit ich nicht so viel Suppe quasi rumschmeckt, weil das Verhältnis Nudeln-Dings, wenn es mit der Gabel ist zumindest, aber kann ja auch mal löffeln ein bisschen. Aber die sind ja auch nicht zum Löffeln gedacht, weil so lange Nudeln sind mir ja. Wie kriege ich sowas auf den Löffel? Aber, ich muss zugeben, die Brühe ist eigentlich gar nicht schlecht, aber das ist halt schwierig, die gemeinsam zu essen, finde ich. Weil wenn ich jetzt hier in den Tiefen, also wäre ein Suppenteller wahrscheinlich einfacher, aber dann hat man wieder das Problem, Suppenteller. Den kann man ja gar nicht richtig abdecken, wenn man so einen Klotzen einschmeißt. Ich bin mir auch immer noch nicht sicher, ob es klüger ist, den Klotz so nahe zu schmeißen oder vorher auseinanderzubrechen, aber so ist es wahrscheinlich wirklich besser, damit sie dann so lang bleiben. Also es ist nichts, was man, wie soll ich sagen, kein 5-Sterne-Gericht, aber man kann es gut essen. Dumm ist auch, vom Kleinzeug bleibt relativ viel drin rumschwimmen. Und das abzulöffeln ist auch nicht so einfach. Aber ich muss sagen, die sind echt okay einfach. Ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher, ob ich die schon mal hatte. Ich glaube ja. Also im zivilen Leben quasi. Nicht on camera. Also, jetzt wo ich hier ein bisschen mehr von der Soße drauf kriege, die ist schon durchaus würzig. Also, doch. Das ist halt so ein, da ist das richtige Maß an Nudeln und Siffe zu treffen. Nicht so einfach. Aber im Großen und Ganzen bin ich damit durchaus zufrieden. Da weiß man halt, was man kriegt. Ich habe diverse andere Bechergerichte ja die letzte Zeit gehabt, da war ich deutlich weniger begeistert. Unterm Strich. Oder halt enttäuscht. Ist die Mu schon wieder da? Hallo Mu! Das ist eine Rein-Raus-Katze geworden. Früher hat sie sich nicht durch die Katzenklappe traut. Ein Jahr lang nicht. Und jetzt kann sie es kaum lassen, vor lauter. Aber gut. Ich bin fertig, mal schauen. Hallo Mutzi. Nee. Nochmal kurz zeigen. Also da bleibt relativ viel kleinen Scheißmüll übrig, offensichtlich. Und schon wieder raus. Wahnsinn, die Katze. Hier, nochmal, so ähnlich sehen sie heutzutage aus. Also nicht mehr so, aber die gibt es ab und an noch. Wow, also die Brühe ist schon ganz ordentlich würzig. Also nicht, oh mein Gott, es ist scharf würzig, aber sehr herzhaft, würde ich jetzt mal sagen. Mir hat es geschmeckt. War doch nicht schlecht. Obwohl es auch, und die kann man offensichtlich 2 Monate nach Verfallsdatum immer noch essen.
Habe ich so eben bewiesen. Also essen kann man sie sowieso, aber scheinbar auch ohne schädliche Nebenwirkung. Hoffe ich zumindest. Ist ja jetzt alles noch ganz frisch. Wenn ihr mich irgendwann demnächst nicht mehr seht, dann war es vielleicht nicht so gut, aber wird schon klappen. Egal. Ja, damit gespeist. Jetzt bin ich gestärkt für den Abend, für die Abendschicht quasi. Und damit ist gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.